So, ich sag mal Hallo, liebe Freunde. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Ich höre mal kurz ins Game rein. Ich hoffe, ihr könnt mich gut. Ja, man hört mich sehr gut. Ich hoffe nicht, dass ihr den Ventilator im Hintergrund hört oder die offenen Fenster, weil es ist einfach undankbar warm. Immer noch. Obwohl es wieder geregnet hat. Ah, kurzes Lenkrad noch aufbauen. So herrlich. Da sind wir. Schauen wir mal. Ich glaube, die nächsten Videoparts kommen ja noch. Aber ich glaube, ein größerer Teil ist erledigt. Und wir müssen nur noch nach Hild. Und da würde ich jetzt gerne mal hin. Und schaue mal nach, ob wir den Schnellauftrag nach Hild bekommen. Dass wir diesen Weg endlich mal hinter uns haben. Weil irgendwie aktuell kommen wir nicht dahin. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so eine geheime Organisation ist, wo wir nicht hin dürfen. Ich will ja auch nicht 500 Millionen Kilometer nach Hild fahren, wisst ihr? Das ist richtig miese gerade. Oakland, Reno. Es gibt keinen Weg nach da. Ja, okay, vielleicht von hier nach Medford oder so. Ja, gibt es. Und damit können wir über Hild fahren. Mit einem International 9900 E-Sleeper 5.000 € würden wir verdienen, 27 € pro Meile ist in Ordnung, ein Gabelstapler von 7 Tonnen mit einem sehr, sehr PS-starken Fahrzeug, das ist vollkommen legitim und in Ordnung, auf geht's. Guck mal kurz, ob das auch alles funktioniert hier. Ob ihr auch Bild habt. Deshalb sehe ich jetzt gerade nicht den Chat. Tut mir leid. Sieht doch ordentlich aus. Schönes Bild. Ja, nice. Very good, very nice. Ach, jetzt habe ich das wieder so. Das wollte ich doch gar nicht so. So möchte ich das. So möchte ich das. So, jetzt kann ich wieder was lesen. Oh, ein geiler Truck. Der gefällt mir. Den finde ich ziemlich gut gemacht. Wir haben kein eingebautes Navi, deswegen fahren wir mit dem hier. Gucken ganz kurz, dass wir auf jeden Fall in Hild kurz ankommen. Und dann von mir aus wieder rausfahren. Das ist mir ziemlich Wumpe. Aber wir müssen kurz ankommen, damit Hild fertig ist, dass wir auf jeden Fall den Bereich hier einmal komplett erkundet haben. Sehr gut. Auf geht's. Handbremse sollte natürlich nicht gezogen sein.
Ah, sehr gut. Wir haben sogar den Händler hier noch mitgenommen. Das ist natürlich optimal. Manchmal muss man provokativ fahren, damit man auch vorbeigelassen wird. Schauen hier, ob das alles hier auch wirklich funktioniert. Ja, scheint zu funktionieren. Ach scheiße, Grünphase verpasst. Ja, egal. Nehmen wir die nächste Grünphase. Läuft ja nicht weg. Bitte warten Sie. Das dauert aber hier. Aha. Mindestens fahren wir tagsüber. Wir haben wunderschönes Wetter. Herrlich. Oh, und wir haben eine rote Welle. Das ist nicht so schön.
Manchmal muss man ja aufpassen, ne? Nicht, dass wir irgendwas aus Versehen mitnehmen. Die zwei süßen Gabelstapler fahren wir. Auch herrlich. Bisschen abbremsen für die Kurve. Muss ja nicht sein, dass wir uns hier absegeln. Ich musste erst kurz überlegen, nicht, dass das der Gegenverkehr ist, worauf ich fahre. Zum Glück ist die Strecke auch nicht besonders lang. Oh, schön, da der Fluss an der Seite. Auch wieder richtig schick gemacht. So viele Details kann man gar nicht achten, wie das Spiel manchmal einen bietet. Was ist das hier links? Für ein Zeichen. Sieht so ein bisschen naturbelastet aus. Sieht aber für mich aus wie eine Tankstelle. Ist wahrscheinlich eine Tankstelle oder so. Bin mir da nicht sicher.
So, wir werden nämlich jetzt schön an Hild vorbeigefahren. Also müssen wir mindestens einmal nach Hild fahren, um diesen Punkt zu bekommen. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich da drehen kann. Das finden wir gleich statt. Hier gibt es einen Tesla-Händler. Aber wir können hier ganz kurz, denke ich mal, es dürfte funktionieren. Viel Glück. Mit sehr viel Glück. Vielleicht schon mit sehr viel Pech, bin mir nicht sicher. Oh, das geht. Alles gut. Das hörte sich nicht so gesund an. Ist aber alles gut gegangen, Leute. Boah, war das ein fieses Geräusch. Irgendwo habe ich aufgesetzt. Passiert. Och nö, warum? Bin ich gerade froh darüber gewesen, die Geschwindigkeit wieder zu haben. Alles in Ordnung, ne? Super. Darf man sogar 60 Meilen fahren, Leute. Die nächsten zwei Axes gehen nach Medford oder Ford. Da müssen wir auch hin. Erst war perfektes Speed Limit, dann wieder nicht. Naja, was soll's.
Wir haben mehr Ampelanlagen als alles andere hier. Sollten sich mal ein Beispiel an Belgien nehmen. Kreisverkehre ohne Ende und es läuft. Gullideckel höher als der Bordstein. Wie langsam wollen Sie abbiegen? Ja. So. Erstmal auf Nummer sicher gehen. Nimm auf jeden Fall die zweite Toreinfahrt, um den Winkel besser zu haben. So. Schön. Stehen wir still. Sehr gut. Haben wir die erste Tour schon fertig. 5021. Stand da nicht mehr? Ich bin total unsicher. Egal. Kurz nochmal weg. Hi Freunde. So, da bin ich schon wieder.
So, das. So. Und dann dürftet ihr auch wieder Musik haben. Suchen wir uns den nächsten Auftrag aus. Wir sind ja jetzt hier in Oregon. Origin vielleicht, oder? Angekommen. Und fahren jetzt mal ein bisschen hier rum, würde ich sagen. Für 8.000 kriegen wir 26 Tonnen Haushaltswaren gut transportiert. Leitmasten, Schwer gut. Hört sich gut an. Na komm, probieren wir's. Probieren geht über Studieren, würde ich sagen. Bisschen. Okay. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen mehr Last jetzt. Und 250 PS weniger als eben. Suboptimal. Aber kriegen wir hin. Müssen halt nur ein bisschen aufpassen, dass wir nirgendwo anecken oder so. Auch jetzt beim Rausfahren. Weil alles, was es schwieriger macht, macht es auch teurer. Wenn wir irgendwas kaputt machen. Oh, sehr gut, hat geklappt. Kurz gucken, dass wir auch die Städte erreichen, durch die wir durchfahren. So, das dürfte funktionieren, denke ich mal. Ja, doch. Ansonsten müssen wir halt hier nochmal umdrehen. Anders geht's nicht. So umgehen wir auf jeden Fall, wenn wir Glück haben, eine Wiegestation. Hi Maurice, ich grüße dich. Na, alles gut bei dir? Boah, der Auflieger ist so krass lang. Es geht. Der wirkt nur lang. Bei mir eigentlich auch, doch. Ist okay. Sound ist schon übelst gut von dem Truck. Er hat was. Bitte warten Sie. Warum geht's denn hier nicht vorwärts? Funktioniert. Alles in bester Ordnung. Das Ohr juckt. Nein. So. Ohr juckt nicht mehr. Oh. Gestern war es echt lustig wieder mit euch. Aber in der letzten Runde, das war echt blöde von mir. Safe.
Da hast du definitiv nicht deine beste Seite gezeigt. Nini war aber auch sauer, glaub mal. Stimmt, wenn ich jetzt komplett angehalten habe, dann wird's grün. Dauert doch noch ein bisschen, okay. Schlimm genug, dass wir jetzt hier durch die City düsen müssen. Aber es ist wunderschön hier, ne? Das Wetter ist gut, alles passt. 2 Wochen Fortnite-Verbot. Mindestens. Mindestens. Könnte auch länger sein, Maurice. Könnte auch länger sein. Ah, das ist so ein Wackelmännchen. Ich mag die Dinger. Die sind leider nur im ATS sehr schlecht animiert. Wenn man überlegt, in Wirklichkeit flattern die ja richtig durch die Gegend. Und das Ding, das schläft ja eher ein. Och, das gibt's nicht. Schon wieder rot? Unfassbar, wie schnell man hier rote Ampeln bekommt. Es ist aber auch dieser Truck schuld, der einfach nicht aus den Füßen kommt. Ja, also das ist geisteskrank, wie viele Ampeln hier hintereinander wohnen schon fast. Alter, ich habe mich zu Tode erschrocken. Was war das? Ich krieg's nämlich nicht angezeigt. Ah, doch da. Nee, ich krieg's nicht angezeigt. Danke für diese tolle Anzeige. Danke, lieber Stream-Manager, dass du mir haargenau sagst, was passiert. Finde ich gut. Nicht. Jakob, vielen lieben Dank für dein Follow. Jetzt sehe ich es wieder. Keine Ahnung, warum das nicht angezeigt wurde. Komisch. Danke dir, Maurice. Ich wünsche dir was. Ciao, ciao. Endlich die 55 Meilen, oder? Ich komme nicht auf 55 Meilen. Aha, herrlich.
Schön mit Holz durch den Wald. Ein schönes Bild. Ich meine, die Strecke sieht aber auch herrlich aus, ne? Die kann man aber auch schön rollen. Ups. Hoppla. Moin Gerd, grüß dich. Alles gut bei dir? Heute genießen wir mal die Aussicht von unten, nicht von oben. Ja, soweit schon, ja. Warum zur Hölle ist hier ein Speedlimit von 20? Die Einwohner gönnen sich hier. Finde ich gut. Die chillen ihr Leben. Das hört sich aber auch geil an. Babababababab. Ja, vor allen Dingen hier jetzt 20. Na, dann ist es so. Dann fahre ich halt so. Was willst du machen, ne? Wenigstens habe ich grün. Hoffe ich. Dauert ja ein bisschen, bis ich ankomme. Eieieiei. Oklahoma wird geil werden. Ich hoffe es. Es ist wirklich nur dieser kurze Stadtabschnitt. Okay. Dann ergibt es doch irgendwo Sinn. Anscheinend zählt diese Ecke hier nicht. Ja, Preis weiß ich nicht, keine Ahnung, kann ich schlecht abschätzen. Gehört das Stück hier wirklich nicht zu diesem Land, also zu diesem Ort, muss ich jetzt rechts fahren gleich, bis zur Tankstelle, um diesen Ort zu bekommen. Ja, anscheinend muss ich das. Okay.
Wartet mal. Okay, der Umweg ist nur ein paar Meter. Weil hier, Clemens Forbes fehlt uns, Leute. Und aus irgendeinem Grund kriege ich das nicht. Obwohl, es ist gelb markiert. Es ist schon erkannt. Wo geht's denn hin? Es geht nach Bend. Okay, dann müssen wir doch nicht irgendwo anders hin. Verstehe ich jetzt nicht. Die Meldung kam gar nicht, dass wir hier waren, aber egal. Oder ich habe in dem Moment einen Kommentar gelesen oder so. Das kann natürlich auch sein. Oh. Jetzt, also wenn es hier regnet, dann kommt es aber ordentlich runter. Alle Achtung. Ja, eigentlich kenne ich das auch nur so, dass man das angezeigt bekommt. Irgendwie habe ich das verschwitzt. Egal. Dankeschön fürs Vorbeilassen. Nächster Unfallprognose gibt's hier nicht. Oh, schön. Trucker Limit 60. Das ist gut. Jetzt regnet es ja mal stärker, mein Gott. Ein Weltuntergang. Es wäre so cool, wenn jetzt so richtige Pfützen entstehen würden. Kleine Bäche, die überlaufen oder so. Notsituationen. Feuerwehr ausrücken und so. Waldbrände. Aber das sind alles Dinge, die einfach nicht gemacht werden. Ne? Das Maximus sagt das auch immer. Ja. Hat er recht bei. Ich lasse mich von sowas gar nicht ärgern. Bin die Ruhe weg. Bin ganz gechillt. Oh, das ist gut. Sollte er auch. Ich bin gerade schockiert, wie gut wir durchkommen. Wenig Verkehr, wenig Kurven.
bin zufrieden. Das Wetter ist ein bisschen bescheiden. Vor allen Dingen jetzt mit dem Nebel. Na, alles gut. Habe ich schon verstanden, Gerd. Schönes kleines Dörfchen hier, ne? Oder Städtchen. Oder Ortschaft. Unsere Fracht ist so schwer. Ja, ich weiß, dass man hier jetzt nicht überholen darf, aber... Wir versuchen es trotzdem. Ah ne, er fährt jetzt schnell genug, alles gut. Zum Glück habe ich nicht überholt. Das wäre übel ins Auge gegangen. Jetzt fährt er ja eh viel schneller als wir. Von daher ist der Zug abgefahren. Ah, wir sind angekommen. Oh, wir sind 45. Alter. Hab ich mich schon wieder erschrocken. Vielen lieben Dank, Gerd, für dein Abo. 2 Monate, cool. Willkommen. Danke für den Support. Der Regen will aber auch nicht aufhören, ne? Och ja, mach doch das Dach zu, Jung. Oh. Ist noch gut gegangen. Hätte auch eine saftige Strafe werden können. Aber dadurch, dass das rechts abbiegen war, denke ich mal... ich kenne dich schon echt sehr lange. Das gehört auch dazu. Vielen lieben Dank. Nein, das gehört nicht dazu. Das ist... Das Topping, weißt du? Die Erdbeere auf der Torte. War es gut gegangen.
So, wir sind angekommen. Schön. Unfallfrei. Gucken wir mal. Ja, das kriegen wir hin. Das ist direkt da vorne. Hab's doch noch gesagt, unfallfrei, ne? Dankeschön. Die finde ich auch cool, die Symbole. Wird doch nicht so einfach, hier reinzukommen. Oder doch? Sehr schön. Das hat gut geklappt. 5-4, sehr gut. Und Level up. Optimal. Somit. Vielen lieben Dank dafür. Machen wir mal Langstrecken. So, wir sind jetzt bei 78.000. Wie gesagt, bei 80.000 erstellen wir uns unseren ersten LKW. Nee. Aber die Strecke wäre auch nicht schlecht. Aber der Dales nehme ich da nicht mit. Ist eine normale Tour. Miese. Ah, ne, das geht schon nach Washington. Da wollen wir noch gar nicht hin. Das wäre geil. 1, 2, 3, 4. Optimal nehmen wir Radlader 15 Tonnen. 6.500 Euro. Sehr gut. Und ein eingebautes Navi haben wir auch. Optimal. So, jetzt gucken wir mal, wie wir am besten fahren, dass wir diese CDs auch bekommen, weil sonst wäre das ziemlich scheiße. Gut, wir müssen hier einmal abfahren. 2 Stunden Verlängerung. Ich habe nur den Real Company Mod drinne. Den findest du auf YouTube unter meinem Let's Play Video. Das letzte Let's Play Video, was hochgeladen wurde. So, dann sind wir da drin. Das müsste ja Salem sein, hoffe ich. Aber wir gehen auf Nummer sicher und fahren in den Ort. Portland ist das hier definitiv nicht, sondern wir müssen schon irgendwo in die City reinfahren. So, denke ich. So, dann, wenn wir Glück haben, ich bin mir mit Portland unsicher. Also hier wird Portland auf jeden Fall bei sein. Dann fahren wir hier hoch. Wir hätten auch die Möglichkeit, Vancouver mitzunehmen, aber wir müssen es nicht übertreiben. Ich weiß es nicht. Es könnte eng werden. Gut, insgesamt 7 Stunden Fahrzeit. Wie viel Zeit haben wir? 10 Stunden. Es darf nichts, aber auch gar nichts dazwischen kommen.
Hier ist ja wieder nichts los auf den Straßen. Na, Staugefahr wäre schade. Das wäre nicht so gut. Stau wäre jetzt nicht so gut. Ich hoffe, wir kriegen die Orte alle abgefahren. Wäre schon ein deutlicher Mehrgewinn für uns. Im ETS muss ich dir da recht geben. Im ATS ist mir das noch nie vorgekommen. Also im ETS haben die KI-Leute manchmal wirklich eine Scheiße gebaut. Aber im ATS ist mir das selber noch nie aufgefallen. Der will natürlich geradeaus fahren und nicht rechts abbiegen. Schade drum. Ja, optimiert ist da gar nichts. Das ist manchmal wirklich schade. Natürlich, umso mehr Verkehr, umso schwieriger wird es für die KI irgendwie vernünftig zu fahren. Stimme ich dir auf jeden Fall zu. So, sehr gut. Naja, 45 ist jetzt nicht das ultimative Tempo, aber das ist in Ordnung. Ja, du hast die Emotes gefunden, sehr schön. Dankeschön. Das klart auf, sehr schön. Oh, bitte werd grün. Bitte. Muss da jetzt langsam mal grün werden. Okay, oder auch nicht. Wird wahrscheinlich grün, wenn wir fahren können, ja, war klar. Ah, wenn wir angehalten haben, wollte ich sagen.
letzten zwei Tropfen auf der Scheibe hielten sich ganz gut. Bis gerade. Gut, wir kommen gut durch. Alles easy. Einen Schluck trinken hier. Schade finde ich, dass die Spiegelungen auf der Motorhaube zwischendurch sehr spät aufplöppen. Ja, stimmt, das habe ich vergessen. Jetzt, wo du sagst. Der Bus behindert, aber nervig. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, was ich hier mache. Ja, bei Twitch gibt es diese Auflösung tatsächlich. Dass Bilder flüssiger übertragen werden. Oh, ist das dumm, was ich hier tue. So. Alles gut gegangen. Ich finde halt optisch hat der ATS viel mehr zu bieten als der ETS. Wir sind ja jetzt auch aus der Wüstenecke raus und sind jetzt richtig im schönen Grünen. Und das wirkt dann schon ein bisschen anders. Auch hier der Fluss links wieder. Sieht wunderschön aus. Hört man. Erstmal das Camp hier rechts geweckt. Kann ja nicht sein, dass sie alle noch schlafen. Wie kommst du auf solch eine hohe Prognose? Würde ich jetzt gerne mal aufgeschlüsselt haben. Kann ja nicht sein. Dafür läuft es viel zu gut gerade. Ich meine, wir kommen auch sehr gut durch aktuell. Okay. Ich nutze zum Linksabbiegen übrigens die Sicht über unseren Luftfilter. Achso, das ist automatisch. Ja, nee, nee. Zählt ja nicht. Der Bus, den musst du abziehen. Weil die Gefahr ist gebannt.
So musst du das sehen. Und schon wieder rot. Weswegen haben die eigentlich rote Blinker? Aber nur hinten. Vorne sind die ja auch gelb. Für mich sieht das immer so aus, als ob die dann die ganze Zeit so zwischendurch bremsen würden. Sehr gut, hier dürfen wir wieder 60 fahren. Das ist sehr, sehr gut. Ich denke mal, die wollen immer etwas Eigenes haben. Und deswegen haben sie das gemacht. So. Ach, schade. Ich dachte, ich käme noch über grün drüber. Jetzt müsste ich aber da reinfahren, ne? Ja, genau. Weil sonst funktioniert das ja nicht. Haben wir wieder Ewigkeiten rot. Diese roten Ampeln hier, die triggern einen so hart. Und man wartet und wartet, aha. Schon wieder so ein Wackelmännchen auf der rechten Seite? Nein, sah nur so aus. Boah, die Straße hier ist aber uneben. Wackelt ja schlimmer als alles andere. Ich wollte gerade sagen, wir geben jetzt einfach niemanden mehr grün, dann kann sich auch keiner beschweren, dass rot ist und wir fahren alle. Ne, fahren nicht unsere Ampel. Krass, ne, was so eine Handbremse alles aushält. Das ist schon eine Übung.
Ah, sehr schön. Angekommen. Wartet kurz, dann nehme ich den Punkt hier nämlich jetzt weg. Und ausnahmsweise um ein bisschen Zeit zu sparen, drehen wir hier. Die Zeit, die ich gespart habe, habe ich jetzt rot. Dankeschön, liebes Spiel. Du bist so gut zu mir. Ich kann es nicht verstehen. Na komm, wird grün. Na, der Truck sieht schon richtig cool aus. Jetzt gleich beim Truck gucken, wahrscheinlich die nächste Grünphase verpassen. Nicht mit mir. Muss ich nachher mal googeln, warum die Blinker rot sind? Das hat 100% einen Grund in der USA. Weil alle sind gelb, außer die hinteren. Verstehe ich nicht. Schildern leben. Ich habe da nur die... Jetzt wird's aber laut draußen. Handbremse angezogen. Nini war heute auch schon fleißig, hat die Fenster geputzt. Rollladenkästen. Geputzt. Wohnzimmerschrank abgewaschen. Gestaubsaugt. So, mit der ersten Stadt hat das super funktioniert. Alter. Yukon. Vielen lieben Dank für deinen Follow. Ich wünsche dir viel Spaß hier. Ich erschrecke mich wegen dem Sound jedes Mal. Mir geht's soweit gut, danke schön. Ich hoffe dir auch. Man sieht hier ja nichts, ne? Wenn es Nacht ist, ist es Nacht. Wahnsinn. Hey, Yukon, alles gut? Dann wünsche ich dir eine gute Besserung. Egal, was es ist. Wir müssen ein bisschen langsamer werden, habe ich das Gefühl. Das war irgendwie alles gerade ein bisschen zu flott.
hast du diese blöden Ausfahrten, dass die gesperrt sind immer optisch. Sieht so gruselig aus. So, nur VIPs haben Zugang zu diesem Bereich. Wisst ihr, was ich meine? Die VIPs sind in dem Moment KI. Sehr, sehr creepy, das Ganze. Da ist sie wieder, unser Freund, die rote Ampel. Au. Oh. Wir sind angekommen. Sehr gut. Das heißt, den können wir auch schon wegmachen. Dann hoffe ich, dass die nächsten Punkte auch noch funktionieren, weil dann haben wir es geschafft. Übrigens, tolles Video hast du hochgeladen. Das mit dem Schwellerstransport hat mir richtig gut gefallen. Freut mich. Dankeschön. Hi Thomas, grüß dich. Schön, dass du hier bist. Krautstock. Geiler Name. Der Name ist cool. Ich finde eh, auf Twitch gibt es so kreative Namen. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dass da vorne ist überhaupt die Ampel, wo ich drauf glotze. Ja, ist es. Nicht, dass ich hier stehe wie angewachsen und nicht abgeholt. Mal kurz anhub, nicht, dass der uns reinfährt. Man weiß ja nie. Kann man den Code nicht irgendwie ausschalten? Weiß ich gar nicht. Sei doch froh. Du kannst doch 30 Tage speichern. Dann musst du den nur jeden Monat einmal eingeben. Ich muss sagen, mir gefällt der besser als der ETS mittlerweile. Aber es liegt auch daran, dass ich den ETS einfach viel zu lange gespielt habe. Wenn du diesen Code eingeben musst, steht doch unten 30 Tage lang merken oder so. Da musst du dich nur einmal anmelden in diesen 30 Tagen. Oder wir reden aneinander vorbei und du meinst einen anderen Code. Das kann natürlich auch sein. Du meinst den Code, den du immer aufs Handy geschickt bekommst. Richtig? Okay. Dann glaube ich, weiß ich nicht, welchen du meinst. Dann reden wir aneinander vorbei. Sehr wahrscheinlich. Sehr gut. Portland abgehakt. Das heißt, diese Extrakurve müssen wir nicht fahren. Nur wir müssen gucken, halt. Sehr gut, wir fahren hier lang. Dann bleiben wir doch hier. Also wenn ich mich auf Twitch anmelde, muss ich einen
sechsstelligen Code haben. Den kriege ich dann auf mein Handy geschickt. Oh, war ja fast der Polizei reingefahren, Leute. Und den gebe ich dann einmal alle 30 Tage ein, weil bei der Anmeldung kannst du unten ein Kästchen auswählen. PC merken oder sowas. Das war aber eben knapp mit der Polizei, hä? Wären wir denen da fast draufgesammelt. Die hätten sich gefreut. Das könnte schon fast zu schnell sein. Ja, Yukon, ich weiß. Aber das kannst du speichern. 100 Pro. Wie man das speichert, dass man das auf dem Handy bekommt. Ich krieg das seit Anfang an. Ich glaube, das kannst du in den Einstellungen ändern. Ich bin gar nicht so Twitch bewandert. Da muss ich echt passen. Moin, grüß dich, Florian. Ich hoffe, es geht dir gut. Oh, Domino's Pizza fährt mit. Sehr schön. Fährt doch leider nicht mit. Das hier ist übrigens die letzte Tour für heute. Ich wollte sagen, warum werde ich denn jetzt immer langsamer? Wenn man auf die Bremse drückt, anstatt aufs Gas, wird das so, ne? Speedlimit 50 wieder. Richtig schön provozieren hier. Ah, das ist unser Navi-Punkt, den wir manuell gesetzt haben. Der führt uns so gesehen gerade erst zu dieser Route, die wir jetzt fahren. Ich finde es übrigens cool, dass ihr euch auch gegenseitig grüßt. Das ist schön.
hoffe, dass ich den Stream vielleicht nachgucken kann. Auf jeden Fall. Alter. Was ist denn passiert? Guckt mal, Leute, ich bin nirgendwo dran. Hör auf zu hupen. Hä? Zum Glück ist die Fracht nicht beschädigt, aber ich bin nirgendwo dran gewesen. Muss ich echt nicht verstehen. Alter, schon wieder. Ja, danke schön für dein Abo. Vielen lieben Dank dafür. Schön, dass du dabei bist. Und willkommen im ersten Monat. Ramon grüßt dich. Hä? Wieso bin ich denn da? Scheiße, sowas. Sowas ärgert mich. Die Tour war so gut. Okay, gucke ich mir mal an. Ich glaube, zu nah an der rechten. Nee, nee, nee. Rechte? Yukon. Rechts, links, Schwäche. Ja. Da kenne ich unsichtbare Kollisionen auch her. Und die nicht zu wenig. Ach, Gerd, ich weiß es nicht. Es geht mit dir nicht so weiter. So, jetzt gleich sind wir dann da. Ich werde den Stream auf jeden Fall auch auf YouTube hochladen. Für die Leute, die ihn verpasst haben. Die können ihn dort dann nochmal sehen. Dann ist okay. Aber da muss eine kleine unsichtbare Mauer gewesen sein. Anders kann ich mir das gar nicht erklären. Ich denke mal, der Upload findet dann heute Mittag statt, also nachmittags. Und dann ist das Video gegen, ich denke, 11 Uhr abends online oder halt morgen. Das war sehr gut. Wir haben es geschafft, drei Städte gleichzeitig zu bekommen. Ich habe immer gedacht, so ein Beschleunigungsstreifen Streifen ist dafür da, um zu beschleunigen. Machen die hier selten. Da haben wir unseren Stau. Hätte ich nicht gedacht, dass hier doch noch Verkehr existiert. Sehr gut, den Ort haben wir auch. Damit haben wir alle Orte und wir könnten eigentlich kurz noch umdrehen. Hier bei Tesla, würde ich sagen, so. Genau. Oder hier, mitten auf der Straße, können wir auch kurz umdrehen, weil hier gar keiner ist. Unsichtbare Mauer oder muss ich die Laterne akzeptieren?
Jetzt blockiere ich aber auch alles hier. Alles gut. Wie immer, es gibt keinen Videobeweis. Was hat's Navi denn jetzt? Ach so, weil ich da markiert habe. Ja, ist ja gut. Oh, weia. Jetzt wird's aber holprig hier. Wobei, das sind eigentlich die coolsten Strecken. Oh mein Gott. Das ist jetzt suboptimal. Ich hätte safe glauben können, dass das der richtige Weg war. Und unsichtbare Mauer, natürlich. Naja, passiert. Man sieht aber auch gar nichts, ne? Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß mit deiner Fliege. Dafür haben wir Katzen. Ich würde nachts gar nicht hier lang fahren wollen. Paral tut's auch. Geht auch. Kann man machen. Die sollten ihren Weg mal erneuern. Ist ja grausam. So.
glaube, ich. Ist jetzt los? Okay, alles gut. Hab gedacht, ich hänge wieder, aber irgendwie wollte er nur nicht aus den Füßen kommen. Alter. Was ist denn los hier? Ach, wir sind doch noch falsch rum. Und schon wieder Schotter. Ah ne, nicht falsch rum. Oh, ich habe falsch geguckt. Schlimm mit den Mauern hier. So, ein Stück und angekommen. Sehr schön. Lief ganz gut, würde ich sagen. Bestimmt die ein oder... Ja, gute Arbeit, ich wollte gerade sagen. Schaden haben wir bekommen. Das ist immer krass, wie viel Geld man abgezogen bekommt. Ne? Cool. Okay, dann können wir demnächst im Let's Play unseren LKW ein bisschen rummodeln. Ich würde sagen, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart und danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen noch einen angenehmen Tag. Ich gucke jetzt gerade mal noch, hier auf Twitch kann man ja andere Kanäle besuchen. Und hier gibt es einen, der heißt Schleicher. Kann das sein? Ich glaube ja. Und dann gehen wir einfach zu Schleicher rüber gemeinsam, sagen wir Hallo. Und ich würde mal sagen, ich wünsche euch was. Macht's gut und Tschüssikowski, ja? Und geht alle mal Hallo und viele Grüße von mir bestellen, bitte, ja? Tschüss, Leute.